Dies ist ein Produktfilm für drei Produkte von Kuhlmann. Und zwar geht es hier um die Concept One-Reihe. Das sind Concept One-Stative von Kuhlmann. Und zwar haben wir hier einmal das Concept One 625 mit dem Kugelkopf OT35. Dann haben wir einmal hier das Concept 625 und dann haben wir einmal das Concept One 622 mit dem Kugelkopf 35. Und das 625 rein und das Concept One 622, da kann man ja wirklich schon ein bisschen durcheinander kommen. Ne? Also wir haben hier drei Stative, die im Grunde genommen identisch sind. Wir haben also einmal in der Mitte hier das Stativ ohne Kugelkopf, ne? Ist auch der kleinste Karton. Dann haben wir hier einmal das Stativ mit Kugelkopf bzw. dem Neiger und ein zweites mit Neiger. Und das eine ist halt eben etwas länger von den Neiger-Stativen und das andere etwas kürzer. Und bevor ich Sie jetzt hier noch in Grund und Boden und fusselig rede, fangen wir jetzt einfach an. Alles, was ich hier erkläre, das gilt natürlich für alle drei Stative, mit der Ausnahme natürlich von dem Kugelkopf, dem Neiger, der bei dem reinen Concept One 625 nicht dabei ist. Für die Demonstration habe ich mir jetzt mal hier das Concept One 622 mit dem Kugelkopf bzw. dem Neiger OT35 rausgesucht. Das ist von den Abmaßen her etwas kleiner als das 625 OT. Und warum binden die Hersteller die Stative nicht einfach 1, 2 und 3? Das wäre doch viel einfacher, ne? Kann sich doch keiner merken. So, wir fangen an, wie wir immer anfangen. Und zwar mit den Schließen hier unten, mit den einzelnen Segmenten. Auch hier haben wir wieder diese Drehverschlüsse. Das heißt, mit einem Handgriff kann man sie schließen, wenn sie dann zusammengesteckt sind. Und beim Öffnen halt eben mit einem Handgriff hier einfach dann jedes einzelne Segment praktisch mit einem Handgriff alle drei geöffnet. Die Beine selbst sind hier mit so einem Überzug versehen, so neoprenartig. Hat den Vorteil, dass man halt eben einen festen Grip hat. Im Winter ist es angenehm, weil es nicht kalt ist. Und die Füße unten, die wir hier haben, das sind Gummifüße. Und für alle drei Stative gilt, dass wir diese Gummifüße natürlich hier einfach auch herausschrauben können. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir natürlich dann da dementsprechend Spikes ranschrauben, die so verpackt sind. Das mal eben so als Demonstration. So, und wer es richtig festhaben will, der kann auch mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel hier dann das Ganze nochmal festdrehen. Aber bitte nicht übertreiben, ne? Also das ist jetzt ja hier kein Schwertransport, dann, dass da oben irgendwie 50 Kilo Kamera drauf kommt. Ne? Also nur ein bisschen anziehen und dann reicht das schon. Und schon können wir dann hier mit dem Stativ auch halt auf lockerem Untergrund oder auf der Wiese oder wo man halt eben dann so seine Aufnahmen macht, was immer sie da fotografieren, dann das Stativ einfach halt eben sicher auf dem Boden dann aufstellen. Der Aufbau des Stativs, der gestaltet sich natürlich einfach, wie man das gewohnt ist. Wir haben hier oben an den Beinen so Ringe, die wir dann nach unten ziehen können. Und in dem Augenblick, wo wir sie nach unten gezogen halten, können wir hier die Stativbeine dann einfach spreizen zu den einzelnen Rastpunkten. Und was natürlich sehr interessant ist, wir können hier die Beine auch so spreizen, dass wir das Stativ dann in Bodennähe aufstellen können. Oder halt eben auch, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, zum Beispiel an einer Wand abstützen. Ne? Je nachdem, wie man dann filmt oder auf dem Treppenabsatz, dann kann das nochmal eine ganz gute Hilfe sein. Stichpunkt Bodennähe ist natürlich dann auch halt hier in Verbindung mit der Mittelsäule. Die kann man natürlich rausnehmen. Die Mittelsäule selbst unten hat diesen obligatorischen Haken für das Gewicht, was man da anbringen kann. Und man kann natürlich dann, wenn man Makrofotografie betreiben möchte, hier eine kürzere Mittelsäule einsetzen, die im Lieferumfang enthalten ist. Das heißt, die wird einfach ausgetauscht, dann kommt die kleine rein und dann ist die Kamera ungefähr halt eben hier so auf dieser Höhe. Das Stativ hat auf einem von diesen Segmenten, von diesen Gelenken, die hier sind, eine Libelle, um das Ganze halt eben dann auch ins rechte Lot zu bringen. Und als nächstes schauen wir uns dann jetzt hier einmal dann gleich den Kugelkopf an. Ich werde aber jetzt hier mal eben mit einem Handgriff mal eben demonstrieren, wie einfach man das Stativ aufbauen kann. So, das heißt, man öffnet also mit einer Hand hier die drei Schließen, zieht die einzelnen Segmente aus und die muss man natürlich dann logischerweise einzeln festdrehen. Das wäre doch mal jetzt irgendwie ein netter Hinweis für irgendeinen Hersteller, ob man nicht mal ein System entwickeln kann, wo man jetzt nur hier oben drehen müsste und alle Segmente sind fest verschraubt. Aber wahrscheinlich geht das technisch nicht. So, und schon ist das Stativ aufgebaut. Noch die richtige Spreizung einstellen. Ja, das war's schon. Und jetzt gucken wir uns mal den Neiger hier oben an. Das erste, was auffällt, was etwas schwierig zu zeigen ist, ist, wenn man von oben drauf schaut, da haben wir hier auf diesem Ring praktisch um den Teller, wo das Stativ, also wo der Neiger sich dann um die eigene Achse dreht, da haben wir also Markierungen, richtig hier mit 45 Grad, also 0 bis 45 Grad 90 und das Ganze geht dann reihum. Das ist natürlich sehr interessant mit der Markierung, wo ist natürlich auch dann der Pfeil dran, dass man genau sieht, wo man das jetzt eingestellt hat, sehr interessant, zum Beispiel Panoramafotografie. Und
der Neiger an sich hier oben, also die normale Neigefunktion, die wird gelöst, indem man dann diesen Griff löst. Und dann kann man hier halt eben kräftig neigen und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kann man hierüber auch dann so ein bisschen die Friktion steuern, wenn das nicht ganz fest macht und mal so ganz galant mit einer Video-DSLR zum Beispiel einfach hier von oben nach unten neigen möchte, dann ist das schon eine schöne Sache. Wie gesagt, ist ein Ausstattungsmerkmal, gehört nicht unbedingt als Feature dazu. Ich habe nur festgestellt, dass man das halt eben eigentlich mit so Neigern machen kann, dass man dann so versucht, ein bisschen den Punkt zu finden, ne? Dass es nicht ganz zu ist und dann hat man ein bisschen Widerstand und dann kann man halt eben besonders schön neigen. Für mich ist es also leichter, so einen Kopf zu neigen und zu schwenken generell, wenn ich halt eben ein bisschen Widerstand habe. So, dann haben wir hier den, ja, das ist praktisch dann hier die Befestigung dieser Drehring, wenn wir den drehen, damit lösen wir dann im Prinzip halt eben dann hier die horizontale Achse. Das heißt, wir können dann also hier den Neiger dann rundherum halt eben dann bewegen und mit der Markierung natürlich auch jetzt einfach sagen, gut, erste Foto 0 Grad, ne? Festschrauben, Foto machen, zweite Foto dann mal hier auf 45 Grad oder auf 45, noch was festdrehen, nächstes Foto und so weiter. Das ist also eine ganz hilfreiche Geschichte, vor allen Dingen auch, weil dieser kleine Knopf, der hier dran ist, ja, weil er halt eben klein ist und weil er wirklich sehr griffig ist, dass also man muss auch nicht großartig hier rumdrehen, da reicht einfach so eine Viertelumdrehung, um das Ganze zu lösen, einstellen und dann dementsprechend halt eben wieder festzudrehen. Finde ich gut gemacht. Dann haben wir hier noch eine Markierung und zwar einmal hier an der Seite für die ja, für die Neigung halt eben Richtung 90 Grad, ne? Und dafür lösen wir dann praktisch halt eben diesen Griff. Und der sorgt dann dafür, Entschuldigung, nur mal kurz zurück, ist natürlich Blödsinn, es sind so viele Hebel, ich bin so durcheinander, Gottes Willen, 30 Grad draußen hier, nur 25, Entschuldigung. Also, der Griff ist natürlich dafür da, halt eben diese Neigung zu vollführen. Wir haben hier auch eine Markierung, 0 Grad beginnt. Auch hier können wir natürlich dann halt eben anhand der Gradzahlen bzw. der Striche, die da drauf sind, das Ganze dann so ein bisschen reproduzieren. Und dieser Griff ist dafür da, wenn wir den lösen, dass wir halt eben dann auch noch in die, ja, in die seitliche Richtung das Ganze bewegen können. Also vertikal, horizontal, alles kein Problem. Das bedeutet, jetzt mal übertrieben gesagt, ich mache also hier mit meiner Video-DSLR im Endeffekt eine Neigung nach vorne und gleichzeitig gehe ich aber auch halt eben dann noch so zur Seite, um mir das mal eben zu demonstrieren. Das ist natürlich jetzt filmisch gesehen ein bisschen interessant, was ich hier mache, um es mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Aber das bedeutet natürlich auch, dass Sie halt eben diesen Videoneiger nicht nur einfach von vorne nach hinten bewegen können, Sie können ihn halt eben auch zur Seite bewegen und das natürlich halt eben dann bis zur vollen 90 Grad für Hochformataufnahmen zum Beispiel auch. Sie können aber auch halt eben an jeder Position, an der Sie sich hier gerade befinden, einfach sagen, so, das ist der Winkel, den ich jetzt brauche und hier ist noch so ein bisschen nach vorne, zack, und dann ist das so. Ne? Dann haben Sie das halt eben fest eingestellt, alles wunderbar, ganz tolle Sache. Jetzt kommen wir mal zu der Schnellwechselplatte, die wir hier haben. So, einmal hier so lösen, festschrauben, dann einmal hier festschrauben und jetzt hier und dann nach vorne neigen. Muss man schon fast für studiert haben. Ne? So, und zwar haben wir hier Folgendes. Diese Schnellwechselplatte ist mit einer Sicherung versehen. Das bedeutet, sie kann so nicht rausfallen. Sie kann sogar nicht rausfallen, wenn das Ganze dann hier gelöst wird. Und das ist ein bisschen schief aus hier mit dem Stativ. So, habe das nicht ganz gerade hingestellt. So, das ist ein bisschen besser. Und das bedeutet, ich muss diesen Hebel betätigen, um diese Platte dann halt eben lösen zu können. So. Bis auf die volle Längsseite hier und ich kann aber die Schnellwechselplatte immer noch nicht rausnehmen. Um diese Schnellwechselplatte rauszunehmen, muss ich also hier praktisch unter diesem Hebel an den Seiten, das ist also nochmal so ein Clip, den ziehe ich einfach nach unten und in dem Augenblick, wo ich den dann so gezogen halte, kann ich die Schnellwechselplatte einfach rausnehmen. Lass das Ganze dann los und setze es so auch wieder ein und in dem Augenblick, wo ich den Clip hier schon wieder so einrasten lasse, ohne dass ich ihn jetzt feststelle, ist also hier schon, ne, gesichert, kann nicht einfach rausfallen. Nicht ganz uninteressant, wenn man aus Versehen oder halt eben einfach, dass man überschätzt oder rutschige Finger hat, die Kamera festhält und dann löst man das hier und auf einmal pff, ne, das Ganze nach unten. Nein, ich muss also hier im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte sozusagen halt eben wild entschlossen sein, auch dann tatsächlich noch diesen Sicherheitsmechanismus hier einfach nach oben zu bewegen, diesen Clip, um dann die Kamera mit der Platte dann rauszunehmen. Die Platte selber unten auf der Unterseite hier mit einer Schraube versehen, beziehungsweise ein Viertelzoll Schraube, kennen wir ja auch, kann mit einem Imbusschlüssel oder halt eben auch mit einem Schraubenzieher oder mit einem 10-Cent-Stück, wie auch immer, halt eben einfach festgedreht werden. Zwei Gummistreifen auf der Oberseite, die das Ganze halt eben nochmal so ein bisschen fixieren und man die Kamera so ein bisschen schön ranziehen kann beim Festdrehen. Und ist eigentlich auch schon Standard mittlerweile. Da muss man darauf hinweisen, ist halt eben nicht überall Standard. Hier bei Kuhlmann ist es dann Standard. Sehr schöne Sache. So. Dann habe ich Ihnen jetzt den Neiger soweit ganz gut erklärt. Das Stativ ist auch gut erklärt.
Und Sie müssen sich im Prinzip eigentlich jetzt nur noch entscheiden, ob Sie sich jetzt ja für das Konzept One 622 OT35 entscheiden. Am besten rufen Sie sich dann die drei Artikel einfach mal auf. Das hat also eine Auszugslänge von 1,55 Meter. Oder Sie nehmen einfach nur das Konzept One, praktisch ohne Kugelneiger, weil Sie sagen, ich habe schon einen ganz tollen Bidonneiger oder Kugelkopf. Das hat eine Auszugslänge von 1,57 Meter. Und dann haben wir hier das Größte, das ist das Concept One 625 mit dem Kugelneiger OT35 und das hat eine Auszugslänge von 1,61 Meter. Alle anderen Funktionen, die ich hier beschrieben habe, also die Spikes und die Makrofotografie mit dem kurzen Säulenzwischenstück, was wir hier haben, die ist also bei allen drei identisch. Wie gesagt, am besten mal alle drei Exemplare aufrufen, ein bisschen vergleichen, gucken, was man braucht und dann zuschlagen.